Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und heute geht es darum, ob sich unsere PV-Anlage lohnt. Und zwar in dem Zusammenhang mit der Sonnenflat Home, die wir bisher hatten. Das habe ich ja schon mal ein bisschen ausführlicher berichtet. Da findet ihr das Video hier. Und jetzt aber mit dem Fokus darauf, mit der neuen Sonnenflat. Denn ich habe einen Brief bekommen und die Sonnenflat Home wird mir zum August 2022 gekündigt. Das heißt, ich muss komplett umdenken, ich muss umrechnen. Und das, was viele, die meine anderen Videos auch schon gesehen haben und kommentiert haben, befürchtet haben oder vorausgesehen haben, nämlich dass Sonnen das auch nicht auf Dauer so fahren wird, das ist jetzt eingetreten und zwingt mich dazu, das nochmal hier zu überdenken und durchzurechnen. Und bisher war ich von dem Sonnenkonzept total angetan. Viele Batterien zusammenschließen zu einer großen Schwarmbatterie, finde ich immer noch sinnvoller als einzelne Batterien, jeder für sich einzubauen. Aber diese gezwungenermaßen Veränderung, die da jetzt stattfindet, die trifft mich als bisherigen sehr begeisterten Sonnenkunden in meiner Flatrate sehr hart. Und wie, das möchte ich in diesem Video klären und ob sich dann meine ganze Rechnung noch lohnt und die PV-Anlage, so wie ich das als angeschafftes Modell zusammen mit den zwei Elektroautos hier betreibe, ob sich das dann noch lohnt, darauf möchte ich hier eingehen. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran. Wenn euch generell solche Themen um die PV-Anlage und Erfahrungsberichte zur PV-Anlage interessieren, abonniert meinen Kanal gerne. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen und jetzt viel Spaß. In diesem Video geht es jetzt darum, ob sich unsere PV-Anlage lohnt. Und ich habe dazu ja schon mal ein ausführliches Video gemacht und habe da auch meine Anlage vorgestellt mit Wechselrichter, Batterie etc. Jetzt hier also noch mal ganz kurz. Ich habe 8,75 Kilowatt Peak installiert auf dem Dach. Das ganze Dach ist voll, da geht auch nichts mehr. Ich habe einen 10 Kilowattstunden Speicher von Sonnen im Keller und das ist die Echo 8. Batterieserie und dann habe ich einen Wechselrichter von Fronius. Also wenn euch das noch mal im Detail interessiert, schaut euch gerne noch mal bei meinen anderen Videos um. Jetzt aber dazu der Frage, lohnt sich diese PV-Anlage? Denn da möchte ich jetzt einfach noch mal darauf eingehen, wie ich das bisher als Gesamtkonzept hier betrieben habe und was sich jetzt da entscheidend geändert hat. Denn ich habe einen Brief bekommen von Sonnen und dort die Kündigung meiner bisherigen Flatrate erfahren. Richtig gehört, ja. Die Flatrate Home, die Sonnenflat Home wird eingestellt zum August 2022. Wenn ich jetzt bis zum 31. Oktober diesen Jahres wechsle, bekomme ich noch einen Bonus von 500 Euro und habe dann die neue Sonnenflat. Und inwiefern das jetzt für mich interessant ist oder nicht, da möchte ich euch mal ein paar Zahlen zeigen, denn ich habe hier insgesamt einen Bedarf, ich beziehe mich auf die Zahlen von 2020, von 7179 Kilowattstunden pro Jahr. Und die brauche ich für mein Haus. Wir sind eine dreiköpfige Familie hier. Und für zwei Elektroautos. Und das ist der Hauptteil. Und da war bisher auch mein Vorteil, denn ich kann meistens nur abends laden oder im Winter dann halt brauchen die Autos auch viel Strom und ich kriege ihn aber nicht mehr vom Dach. Und da war ich durch die Flatrate bisher super abgedeckt, hatte keine extra Kosten, hatte nur einen monatlichen Community-Beitrag von 1999 plus dann den Strom, den ich über die Flatrate bezogen habe. Ich habe eine Flatrate von 5188 Kilowattstunden. Und alles, was da drüber war, musste ich pro Kilowattstunde mit 23 Cent bezahlen. Und ich hatte die Einspeisevergütung von dem Strom, den ich tagsüber ins Netz eingespeist habe, weil ich ihn nicht abnehmen konnte. Das waren die Bedingungen bisher. Jetzt sieht es anders aus. Ich habe eine neue Sonnenflat und da ist das Ziel, den Kunden dazu anzuregen, bewusster mit Strom umzugehen. Und auch den Strom vom eigenen Dach direkt zu nutzen. Und das ist ja prinzipiell auch ökologisch gesehen ein sehr tolles Ziel und würde ich auch gerne machen, aber ich bin halt tagsüber nicht da. Und das ist das Problem bei mir. Und dadurch musste ich immer in den Abendstunden den Strom beziehen. Jetzt ist die Freimenge in der neuen Sonnenflat aber deutlich geringer, nämlich nur noch, ich habe mir das vorschlagen lassen, das sind jetzt, glaube ich, 460, ich gucke gleich nochmal mit euch direkt drauf, 460 Kilowattstunden, glaube ich, pro Jahr.
und das ist in meinem Fall ein Witz, die brauche ich in wahrscheinlich 2,5 Monaten, weil ich meine Autos laden muss. Und damit ist diese neue Sonnenflat für mich auf einmal ziemlich uninteressant, denn wenn ich über diese Freimenge hinauskomme, kostet der Strom dann jetzt auch 25,9 Cent pro Kilowattstunde und nicht mehr die 23 Cent wie bisher. Und dadurch, dass ich die Einspeisevergütung in den neuen Vertrag auch abgebe, ich bekomme also tagsüber nicht mehr einen Gewinn durch den verkauften Strom ins Netz, das fällt also weg. Ich bekomme dafür aber eine Gebühr, eine Gewinnbeteiligung von 77 Euro pro Jahr, dadurch, dass die Sonnenbatterie Teil der Community ist. Also das ist schon ein kleiner Gegenwert, aber im Gegensatz dazu, was ich einspeise tagsüber, ist es marginal. Ich habe keine Grundgebühr mehr pro Monat, das ist auch ganz nett. Aber insgesamt komme ich in dieser neuen Sonnenflat deutlich schlechter weg und ich möchte euch jetzt in der Rechnung zeigen, warum. Okay, wie versprochen möchte ich euch anhand dieser Tabelle hier mal zeigen, was der Unterschied zwischen der Sonnenflat und der Sonnenflat Home ist. Und zwar habe ich das mal so gemacht, dass ich hier die einzelnen Posten aufgeschrieben habe, die hier so angefallen sind. Ich betrachte das Jahr 2020, weil ich dafür komplett die Daten einmal habe und gehe einmal hier durch. Ich habe eine Sonnenflat mit 5188 Kilowattstunden Freimenge aktuell und das ist die Sonnenflat Home. Ich habe eine Grundgebühr pro Monat von 19,99 Euro, macht 239,88 pro Jahr. Speise für über 300 Euro ein, nach Steuern bleiben 247 Euro. Das ist also eine Einnahme jetzt hier. Und ich habe in dem Fall keine Gewinnbeteiligung. Den Wechselbonus, der entfällt hier ja natürlich auch. Den habe ich hier dann eingetragen, falls ich jetzt wechseln würde. Und aktuell ist es so, wenn ich die Freimenge überziehe, zahle ich 23 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe 2020 aus dem Netz bezogen 3.948 Kilowattstunden und habe direkt vom Dachverbrauch 3.230 Kilowattstunden. So, das waren jetzt 7.179 Kilowattstunden, eine Freimenge von 5.188. Da bleiben also noch ein paar Kilowattstunden übrig und für die musste ich bezahlen. Das heißt, ich habe jetzt hier die 7.179 minus meine Freimenge gerechnet und dann das Ergebnis mal 23 Cent macht also 457,70 Euro, die ich hier zahlen musste. Das habe ich jetzt nochmal summiert, also meine Einspeisung als Einnahme genommen, dann minus die Grundgebühr, die ich bezahlt habe hier oben. Das ist ja eine Ausgabe. Dann die Gewinnbeteiligung habe ich hier mit drin für den anderen Teil hier gleich. Das war jetzt in dem Fall ja 0, Wechselbonus 0. Und die Kosten für die Überziehung meiner Flatrate von 457 macht also eine Ausgabe für meine 7179 Kilowattstunden, die ich pro Jahr beziehe, von 450 Euro. Und dagegen steht jetzt also die neue Sonnenflat. Ich habe keine Grundgebühr, bekomme aber auch keine Einspeisung mehr, also keinen Gewinn mehr durch Einspeisung. Das bleibt bei Sonnen, bekomme aber eine Gewinnbeteiligung für die Mitnutzung des Akkus von 77,35 Euro. Also Sonnen kann den Akku nutzen, um das Netz zu stabilisieren und für diese Regelleistung erhält Sonnen Geld und gibt da einen Teil weiter an den Kunden. Ich rechne jetzt auch erstmal ohne den Bonus. Dann habe ich einen Strompreis von 25,9 Cent pro Kilowattstunde für die Kilowattstunden, die über der Freimenge liegen. Und die Freimenge liegt nicht bei 460, sondern 420 Kilowattstunden. Das ist das, was Sonnen mir gerade vorschlägt. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt in Zukunft auch ähnliche Daten haben werde, nämlich einen ähnlichen Netzbezug und ähnlichen Eigenverbrauch, denn ich kann nicht auf einmal mein Verbrauchsprofil verändern. Und mit einmal bin ich tagsüber zu Hause. Das wird nicht funktionieren. Es sei denn, wir haben die nächsten Jahre jetzt auch noch immer Homeoffice. Aber davon will ich mal nicht ausgehen. So, dann hätte ich aber ja eine deutlich geringere Freimenge. Dementsprechend müsste ich deutlich mehr für den Strom bezahlen, den ich aus dem Netz beziehe. Zudem noch zu einem höheren Preis.
macht also eine Stromkostenmenge hier von 913 Euro. Und in Summe habe ich hier die Einnahmen von 77,35 Euro. Und dann bleibt also ein Kostenpunkt von 836 Euro. Das ist nicht ganz das Doppelte, aber es ist erheblich mehr. Das heißt, diese neue Sonnenflat ist für mich erheblich teurer und dadurch auch erstmal nicht so attraktiv. In dem Sonnenportal wird mir hier gezeigt, dass ich einen Netzbezug oberhalb meiner Freistrommenge habe von 2745 Kilowattstunden. Das glaube ich nicht, dass das reicht. Ich glaube, es wird mehr sein. Dementsprechend sieht deren Rechnung aber auch ein bisschen anders aus. Und da würde ich euch empfehlen, rechnet wirklich mit euren Zahlen, die ihr vielleicht aus den vergangenen Jahren habt, damit ihr das gut einschätzen könnt, falls ihr noch kein Sonnenkunde seid und das prüfen wollt, ob die neue Sonnenflat für euch geeignet ist. Schaut besonders nach eurem Verbrauchsprofil. Wann verbraucht ihr die höchsten Mengen an Strom im Haushalt? Wenn das nicht tagsüber ist, sondern abends, werdet ihr eure Freistrommenge sehr schnell verbrauchen und dementsprechend dann auch schnell in den Bereich kommen, dass ihr zahlen müsst. Also das prüft bitte unbedingt. Also ich gehe nochmal hier zurück, denn ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, diese 77 Euro habe ich jetzt einfachheitshalber hier einfach eingetragen. Die müssen sicherlich aber auch noch als Einnahme versteuert werden. Macht also hier nochmal, wird noch eine kleine Veränderung hervorrufen unten im Ergebnis. Und dann wird mir hier dieser Wechselbonus angeboten. Und das ist erstmal für die meisten Kunden, kann ich mir vorstellen, eine attraktive Summe, 500 Euro Wechselbonus. Aber wenn man sich das mal durchrechnet, was für ein Verlust das doch in meinem Fall jetzt hier wäre. Ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen auch so ist. Da ist das dann doch nicht mehr so attraktiv, vor allem, weil es aufgeteilt wird auf 2 Jahre. Man ist also gleich schon mal 2 Jahre wieder, sage ich mal, gebunden an den neuen Vertrag. Und es muss noch versteuert werden. Da gehe ich jetzt ganz stark von aus, dass das nicht einfach so einbehalten werden darf. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich jetzt wechseln würde, sofort, hätte ich 500 Euro, aber würde hier auch die Möglichkeit versäumen, noch ein Jahr lang meine höhere Freistrommenge zu nutzen. Das muss man gegenrechnen. Wenn ich jetzt die 500 Euro hiervon abziehe, dann habe ich 336 noch übrig. Das ist dann günstiger als jetzt aktuell, aber halt auch nur ein Jahr lang. Und trotzdem könnte es attraktiv sein, jetzt schon zu wechseln und dann nochmal zu gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ich selber habe schon gesagt, bin nicht so angetan davon. Mich würde interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Im Fazit. Also, ich finde, nochmal möchte ich das ganz grundsätzlich sagen, Sonnen ist ein guter Stromanbieter. Die bieten Ökostrom an, den sie, soweit ich das weiß, auch zum Teil natürlich an der Börse kaufen. Aber trotzdem auch ganz viel aus der eigenen Community diesen Strom bekommen. Und das, finde ich, ist erstmal eine super Sache. Und auch dieses Zusammenschließen zu einer Schwarmbatterie, was ich ja schon eingangs sagte, finde ich eine super Sache. Aber ich finde diesen neuen Vertrag nur bedingt nützlich und für mich in unserem Fall aktuell überhaupt nicht nützlich. Für andere Verbrauchsprofile, wo jemand tagsüber zu Hause ist und den Strom direkt vom Dach nutzen kann, auch mit einem Elektroauto laden kann, da mag das sinnvoll sein. Für Menschen, die im Winter in der dunklen Jahreszeit mit einer Wärmepumpe heizen wollen, für Menschen, die gerade auch in den Abendstunden einen hohen Strombedarf haben, wodurch auch immer, für die ist dieser Vertrag nicht mehr so attraktiv, weil sie dann ganz schnell an ihre Freimenge kommen oder diese aufbrauchen und dann wieder für 25 Cent pro Kilowattstunde den Strom einkaufen müssen. Und das ist eine Veränderung, die ist sicherlich auch finanzieller Herkunft. Ich denke mal, das ist jetzt eine Vermutung, dass Sonnen da gesehen hat, okay, diese Freimenge, die wird auf Dauer zu teuer bei so vielen Kunden und da müssen wir uns ein anderes Konzept überlegen. Und es wird jetzt eingepackt in diese Idee, ja, das ist ökologischer und wir bringen den Kunden dazu, da auch mit mehr Bewusstsein den Strom zu verbrauchen. Nichtsdestotrotz ist es für die Kunden, die sich bisher an der Sonnenflat Home erfreut haben, ein harter Einschnitt und
Sicherlich werden auch einige Kunden darüber nachdenken, dann den Strom nicht mehr bei Sonnen durch die Flat zu beziehen, sondern vielleicht zu einem anderen Anbieter zu wechseln und den Strom, den sie tagsüber weiterhin produzieren, aber nicht abnehmen können, weil sie zum Beispiel nicht zu Hause sind, dann auch zu verkaufen nach wie vor über den Netzbetreiber. Was ich jetzt also noch für unsere Situation prüfen möchte, ist, ob sich der Wechsel lohnt mit den 500 Euro Wechselprämie, die ich dann ja auch höchstwahrscheinlich noch als Einnahme wieder versteuern muss. Also das prüfe ich noch, das ist noch nicht entschieden, aber erstmal wollte ich dieses Video machen, um denjenigen, die in der gleichen Situation sind wie ich, nämlich Wechsel zwischen Sonnenflat Home und Sonnenflat, da einen Blick drauf zu haben. Das sieht nämlich in dem Portal von Sonnen dann doch ein bisschen anders aus. Die Zahlen, die dort gezeigt werden, sind nicht die Zahlen, mit denen ich hier rechne. Und meine Zahlen zeigen mir, dass das ein deutlicher Nachteil wäre, wenn ich diese neue Sonnenflat dann nutze. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen bei der Entscheidung, bleibe ich bei Sonnen in der neuen Sonnenflat oder ist dieser Vertrag nichts für mich, weil ich ein komplett anderes Verbrauchsprofil habe. Oder vielleicht bist du auch noch kein Kunde und möchtest Sonnenkunde werden, dann hat es dir vielleicht auch geholfen bei deiner Entscheidung. Vielleicht ist es das Profil von dir genau passend und die Sonnenflat ist was für dich, aber vielleicht merkst du auch, oh, ich brauche den Strom auch eher abends und in den dunklen Monaten und komme mit dieser neuen Sonnenflat und der geringeren Freimenge nicht so gut klar. Ich möchte lieber direkt einspeisen ins Netz und da Geld verdienen. Falls weitere Fragen sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Rückmeldung auch gerne. Ich bin immer gespannt über den Austausch mit euch. Ich bin auch interessiert an eurer Meinung. Wie steht ihr zu diesem Wechsel? Was haltet ihr davon, was Sonnen da überhaupt jetzt macht? Also gerne raus damit. Und ansonsten freue ich mich über ein Abo von dir und einen Daumen. Jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.